Sieh doch in der Chronik nach. Da wird doch registriert, wenn ein Video hochgeladen wird. Genau, so könnten wir rausfinden, wann das Video hochgeladen wurde. Wer weiß, vielleicht hast du es im Schlaf hochgeladen. Manchmal macht man solche Dinge, ohne es zu bemerken. Na sicher, Ricky ist ein schlafwandelnder Hacker, klar. Was ist, wenn es die Adler waren? Ich meine, als Rache für die Karikaturen. Vielleicht war es der Freund von Zoe. Entschuldige, ich meine Ezequiel. Das glaube ich nicht. Dafür müsste er Zugang zu meinem Tablet gehabt haben. Das wäre viel zu professionell. Das ist wahr. Es gibt nur einen einzigen Weg, das herauszufinden. Wir entwickeln einen Algorithmus, der imstande ist, den Informationsfluss von Ezequiels Nutzerkonto nachzuverfolgen und kommen auf die Weise an seine Passwörter. Dann gehen wir so schnell wie können in die Cloud und hacken alle seine Konten und... Was seht ihr mich so an? Ich habe das aus einer Serie. Oder wir fragen ihn einfach. Ja, das wäre vielleicht einfacher. Na schön, so könnte es natürlich auch funktionieren. Ich mach das. Sicher, ich meine, dein Freund ist ganz schön kompliziert. Entschuldige, es ist okay. Keine Sorge, ich krieg das hin. Hallo. Senora, Sie sehen heute wirklich gut aus. Dieser Kommentar ist wirklich absolut unangebracht. Ihr wisst doch sicher, was gerade passiert ist, oder? Ich werde herausfinden, wer dafür verantwortlich war. Will jemand was dazu sagen? Wir waren alle beim Training und danach haben wir Computer gespielt. Aha. Ja, so war's. Wir wissen gar nichts. Na schön, dann bespreche ich die Sache einfach morgen mit Amadeo und ich hoffe für euch, dass es stimmt, was ihr sagt. Hallo, Isabel. Guten Tag. Hallo. Und wie geht's? Habt ihr Amadeo gesehen? Er müsste eigentlich schon hier sein, aber ich weiß nicht, wo er ist. Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe eine Frage. Was wollt ihr wissen? Du zuerst. Ist schon. Nein, bitte. Du. Isabel, ich wollte fragen, ob es irgendwie möglich wäre, die Jungs in der Schule nur für eine Woche ein klein wenig zu entlasten. Aha. Isabel, können wir über den Investmentfonds reden? Welchen Investmentfonds? Habe ich dich gefragt. Hey, hierher. Hat einer von euch beiden mitbekommen, dass ich gestern die schlimmste Blamage meines Lebens erleben musste? Ich habe davon gehört, aber so schlimm war es doch nun auch wieder nicht. Ach, so schlimm war es also nicht. Ich werde deine Jungs auf gar keinen Fall in der Schule entlasten. Tut mir leid, so... War ist schon gemeint. Nicht so schlimm. Isabel, können wir dann also grünes Licht geben für den Investmentfonds? Welchen Investmentfonds? Der IAD brauchte noch nie so etwas wie einen Investmentfonds. Wir haben auch gegen die Profis gewonnen, als es noch keinen Investmentfonds gab. Und so wird es auch bleiben. Ich muss jetzt wieder ins Ministerium und versuchen, sie zu überzeugen, dass sie uns nochmal besuchen. Das heißt, ihr seid auf euch allein gestellt. Amadeo ist nicht da, ab jetzt seid ihr hier verantwortlich. Ich muss gehen, aber ihr habt alles im Griff, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, klar, macht ihr keine Sorgen. Männer! Was ist denn los, Geselda? Mein Verlobter. Was ist passiert? Ach, er hat sich so einen riesigen 80-Zoll-Fernseher gekauft. Und jetzt lädt er jeden Abend seine Freunde zum Fußball gucken ein. Fußball, immer nur Fußball, 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 Fußball. Versteht ihr jetzt, was los ist? Einen 80-Zoll-Fernseher. Das ist fast, als würde man mitten im Stadion sitzen. Ja, als wäre man sieht alles ganz genau. Unbedingt ein Spiel sehen. Wo genau wohnt dein Verlobter? Fußball. Ist Fußball das Einzige, das euch Männer interessiert? Auf, komm schon, ich hasse nicht sauer, Fußball. Sei sauer. War sie sauer? Amadeo, ja. Nein, Isabel ist leider schon weg. Ich verstehe nicht. Was sagst du? Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Wir kümmern uns drum. Gute Besserung. Ist was passiert? Amadeo ist krank und kommt nicht. Er sagt, er hat eigentlich Unterricht mit denen aus dem dritten Jahrgang. Und das heißt was? Ich nehme an, Isabel hat uns die Leitung übertragen für den Fall, dass genau so was passiert. So laut essen? Das ist kein Kino. Und tu mir den Gefallen, werd nie Spion. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso wir folgen. Ich mein's ernst, Alter. Zoe hat uns doch versprochen, dass sie das regelt. Wie ich schon sagte, der Typ gefällt mir nicht. Ich will sie einfach nicht mit ihm allein lassen. Denkst du etwa, Zoe kann nicht selbst auf sich aufpassen? Ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Tut es nicht. Ich will vor allem dabei sein, wenn Ezequiel alles zugibt. Okay, das verstehe ich. Da ist er! Alter, wieso erschlägst du mich so? Alter, das muss man ihm lassen. Ezequiel weiß, wie man einen guten Auftritt hinlegt. Für welches Team spielst du eigentlich? Ich kann von hier nichts hören. Wir müssen näher ran. Los, komm schon. Was sollte das denn? Sie hätten uns fast entdeckt. Tut mir leid, aber werd doch nicht gleich so paranoid. Hör auf, Didi. Wieso habe ich dich mitgenommen? Du ruinierst noch alles. Wenn Zoe uns hier sieht, dann ist sie sauer auf uns. Gabo. Ja, schon klar. Du hast natürlich gedacht, wir gehen nur spazieren, aber du verstehst einfach nicht, dass wir sicher gehen müssen, dass Ezequiel nicht... Gabo! Was? Sieh mal. Wieso musste das gerade jetzt passieren? Und was machen wir jetzt? Isabel wüsste, was zu tun ist. Aber Isabel ist nicht hier. Sollen wir einem Lehrer Bescheid sagen?
Wir sind doch alle schon im Unterricht. Nein, nein. Dass Amadeo ausgerechnet heute ausfallen musste. Hier ist es. Na, mach auf. Immerhin wollte Isabel, dass wir uns um alles kümmern. Das hier ist Kriegsgebiet, Francisco. Ich finde, wir haben Wichtigeres zu tun, als einen Haufen Wilde zu beaufsichtigen. Ja, du hast recht. Du hast sie kaputt gemacht. Die sind da drin eingeschossen. Nein, warte. Da klemmt nur was. Da klemmt was. Warte. Warte kurz. Überleg mal, was würde Isabel in so einer Situation wohl tun? Na, jemanden holen, der das repariert. Was sonst? Ja, das ist doch perfekt. Du hast es kaputt gemacht. Du kümmerst dich drum. Und ich gehe jetzt los und bereite das Training für heute Nachmittag vor. Okay? Ist okay. Ich kümmere mich drum. Ganz sicher? Ganz sicher. Wie schwer kann das schon sein, jemanden zu finden, der das reparieren kann? Perfekt. Dann viel Glück. Also. Sie können mir doch bestimmt helfen. Tut mir leid, ich muss sofort in den Unterricht. Es geht um eine Angelegenheit höchster akademischer Wichtigkeit. Ach ja? Um was? Isabel hat uns heute die Verantwortung übertragen und diese Schüler dort sind leider in ihrer Klasse eingeschlossen. Also dachte ich, Sie können mir dabei helfen. Was könnte ich da tun? Also vielleicht hilft Ihnen ja das hier dabei. Verstehe. Awesome. Vielen Dank. Und viel Glück.